So, ihr Lieben, hier ist Christian Emschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut, Diplompsychologe und dieses ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir mal wieder die beliebten Themen rund um Warmwechsel, Partnerbörse und all dieses Chaos, was darum entsteht. Wenn du auch solche Mails schreiben willst, geht's über ein Formular auf liebeschipp.de. Nächste Woche kommt die Liebeschipp-Party. Ich hoffe, wir sehen uns da. Und man kann jetzt gerade noch so in die Selbstliebe-Challenge einsteigen. Sehr geschätzt, macht es. Einen Monat mit anderen an seiner Selbstliebe arbeiten. Sehr, sehr cool. Und der Notfallkoffer kommt ja in 3 Tagen raus. Könnt ihr gerade noch in der Frühbucherphase erwerben. So, nun aber eine Nachricht von Neb Trepkula. Und ich meine, so Russin, ne? Ist echt Wahnsinn, ey. Und sie schreibt: Hallo Christian, meine letzte Beziehung dauerte 5 Jahre und ich beendete sie, weil mein Partner mir kaum Freiraum ließ und seine Liebe für mich erdrückend war. Es gab ständig Krach, weil er sauer auf mich war. Die Trennung war vor ein paar Monaten. Den Sommer habe ich sehr genossen und bin zweimal mit Freunden in den Urlaub gefahren. Sehr gut. Das war unglaublich für mich, da ich aus einer abhängigen, sehr jung geschlossenen Ehe komme, wo mir alleine Reisen untersagt war. Ich habe dann Anfang Oktober einen Mann auf Partnerbörse kennengelernt. Finde den Fehler. Ich sag's ja nur, kann man heutzutage echt nicht mehr empfehlen. Aber ich war echt auf einem Treffen neulich. Also von Leuten, die ich jetzt überhaupt nicht kenne und da hat jeder ein bisschen was erzählt und von diesen Leuten waren, es waren 15 Leute, von denen waren, glaube ich, 3 in einer Beziehung und auf einer Partnerbörse. Also, ich dachte, das Abendland geht unter und also, ich weiß nicht, irgendwie ist das die neue Generation? Ich weiß es nicht. Also, was für mich ja echt neu war, dass sowas dann auch so völlig offen ausgesprochen wird, dachte ich mir. Und wie gesagt, laut aktueller Studie in Deutschland auf Tinder 46% nicht Single. 46, 4, 6. 46% nicht Single. Nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Wir schrieben uns 2 Tage. Das erste Date fand am dritten Tag statt mit anschließendem Kaffee trinken. Ja, das ist soweit. Also wenn man das so macht, alles gut, schnell getroffen. Es war ungezwungen und lustig. Ich fand den Mann sehr anziehend. Beim zweiten Date lud er mich zu sich nach Hause ein. Ja, so ganz gutes Tempo, aber gut, kann man machen. Er kochte, der Abend war total schön und ich fragte ihn am Ende, ob er mich küssen wolle. Leute, ich kann nur immer wieder sagen, wartet doch auf einen Mann, der sich auf Polarität versteht und also, weiß nicht, also wenn er dich doch schon zu Hause hat und so, wo mal du ihn dann noch fragen musst, ob er dich küsst, ey, oder ob du ihn küsst, womöglich sogar, ey. Oh, ich weiß, es wird immer abgetan als unwichtig, wie viele meiner Ratschläge in den Wind geschlagen, aber ich kann nur sagen, probiert es mal aus, mit Männern es anders machen und guckt mal, ob das nicht besser klappt. Nach einigen weiteren, also wir endeten im Bett, okay? War schön. Nach einigen weiteren Dates verabredeten wir, dass wir uns beide von der Partnerbörse verabschieden und verstanden uns wieder als Paar. Das war dann Mitte Oktober. Es begann die Frisch-Verliebt-Phase. Er stellte mich bald seiner Familie vor. Ich zögerte aber, ihn mit zu mir zu nehmen. Und so dauerte es bis Weihnachten, bis ich das erste Mal ihn zu mir einlud. Ich vermute mal zu deiner Familie dann. Da waren wir dann ja ein paar Monate zusammen. Das war der Abend vor meinem Abflug ins Ausland. Das war der Lebenstraum von mir, alleine reisen. Ich habe dort Zeit alleine mit Wandern verbracht, beziehungsweise verschiedene Freunde besucht. Mein neuer Freund hatte da kein Problem mit. Er ist ja auch gerne mal alleine. Ich wusste aber nicht, dass er einen warmen Wechsel durchzieht. Jetzt kommen wir mal an den Punkt der Sache, ne? Das ist, was so ganz viele machen auf was weiß ich, Parship, Tinder, whatever.
Ich dachte, er sei schon 5 Monate getrennt von seiner letzten Beziehung. Die Beziehung war nach seinen Angaben eine toxische Beziehung. Also gut, was die Leute immer reden über die Vorbeziehung. Wenn ihr die nicht kennt, ich würde da nicht viel aufgeben. Da wird euch keiner erzählen, ich habe meinen letzten Partner emotional über den Tisch gezogen oder so. Es war, ist ja dann nur das Problem, egal, im Pluspol, im Minuspol, sind immer die anderen schuld und da wird man nicht viel rauskriegen. Ne? So angeblich gab es dann irgendwelche Probleme. So in einer Beratung riet ihm dann jemand mal angeblich diese Abhängigkeitsbeziehung da rauszugehen. Gut, auf jeden Fall gab es scheinbar eine Menge Schwierigkeiten. Gut. Dann habe ich durch Zufall einen WhatsApp-Chat gesehen, der zwischen ihm und ihr ging. Es gibt ja keine Zufälle, ne? Das Universum möchte dir was sagen. Der zwischen ihm und ihr ging, als er mir sein Handy rüberreichte, um mal ein Video bei YouTube zu zeigen. So geil, dass es dann aufploppt. Ich habe nicht geschnüffelt und war bis dahin völlig arglos. Ich habe einen Blick auf den Chat geworfen und sofort gesagt, dass ich damit in dem Ausmaß nicht klarkomme. Sie schrieben sich mehrmals die Woche mit roten Kuss-Smileys, das konnte ich auf einen Blick sehen. Ja, also wenn da das Schicksal dir schon das Handy in die Hand gibt, dann will ich es mir auch angucken, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kannst du auch sagen, so, das will ich jetzt mal richtig lesen hier, was die Sache ist. Also, ich meine, du spürst natürlich instinktiv sofort, dass das hier überhaupt nicht in Ordnung ist. Und meiner Ansicht nach, jetzt müsstest du mal auf deiner Dealbreaker-Liste gucken. Weiß ich, also man kann ja Kontakt zu irgendeinem Ex haben, so ein Vor-Vor-Ex oder so, aber sowas. Jetzt natürlich so eine Sache mit Kuss-Smileys, das machen natürlich viele. Aber ich glaube, wie jetzt gleich auch noch kommt, war da ja auch noch mehr. Und also ich kann euch nur raten, wenn jemand nicht richtig getrennt ist von der Vorbeziehung, macht das nicht wirklich. Das ist nur Neediness und Chaos und Dreieck und es ist eigentlich auch schon wieder ein Dreieck hier. Ne? So, dann hast du gesagt, hier ist wohl noch ein Chat offen, der nicht für mich ist. Ja, nett, wie du das machst. Sehr, sehr nett. Zu nett wahrscheinlich. Es war ihm, glaube ich, peinlich. Auf jeden Fall sagte er, dass da nichts mehr sei. Sie seien nur Freunde. Ja, yes. Bla, bla, bla. Und dass sie es immer blieben, weil sie ihm einer schweren Zeit zur Seite gestanden hat. Und bot mir an, du kannst den Chat ruhig lesen, da ist nichts mehr. So, und dann müsst ihr sagen, das ist manchmal echt so ein blöder Trick von Leuten. Ich will mir das jetzt nicht unterstellen, aber dass die dann sagen, natürlich kannst du mein Handy lesen. Weil sie dann denken, dann liest sie es nicht. Aber wenn dann jemand sagt, kannst du ruhig lesen, dann würde ich sagen, ja, prima, gib her. Also das ist genau wie mit Future Faking, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, nächsten Monat will ich bei dir einziehen. Ja, prima, komm, zack, zack, Umzugswagen. Also nehmt die Sachen ernst, weil dann kriegt ihr raus, ob ihr da gerade manipuliert werdet oder ob es ernst gemeint ist. Ich würde bei sowas immer sagen, ja, prima, sag ja, danke. Und wenn dann der andere sagt, oh, nein, doch nicht, weißt du ja, was Sache ist. Ne? Das lehnte ich aber ab, da ich eigentlich denke, dass Handys privat sind. Also das Problem ist hier, dass dein Bauchgefühl schon längst Alarm schlägt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Gar nicht noch nicht mal diese Kuss-Smileys und so. Ich habe gesagt, dass ich mit einem normalen Kontakt zu Weihnachten und Geburtstagen kein Problem habe, aber mit dem, was ich da gesehen hätte, schon. Er sagte mir dann, dass sie seine Hilfe brauche, um etwas zu kaufen. Ey, ja, im Grunde ist man ja nie verlegen, ne? Warum man sich da irgendwie. Die Gründe zählen nicht. Also ihr müsst in diesem Beziehungschaos immer Fakten, 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 Fakten. Kontakt ist nicht abgebrochen, also Beziehung ist offensichtlich nicht richtig beendet, fertig. Das sind keine. Wie kann jemand nach so kurzer Zeit dann sagen, wir sind Freunde irgendwie, ne? Mich belastet die Situation total und ich vermute, dass er nicht über die Trennung hinweg sei. Ja, könnte sein, eventuell. Bei ihm hatte ich keine dieser Zweifel. Ach, du sagtest, sie ist nicht über die Trennung hinweg. Du solltest bei ihm genauso Zweifel haben, ne?
Nach mehreren Gesprächen versprach man seine Ex zu sprechen. Also jetzt macht ihr eigentlich schon, bevor ihr überhaupt richtig zusammen seid, macht ihr schon, müsst ihr schon über so einen Scheiß reden. Also, das ist doch total ätzend. Er sagte, ich verspreche dir, ich erledige das nächste Woche und tat es nicht. Ja, also, das ist für mich ein ganz klarer Dealbreaker. Wenn jemand was verspricht, zu so einem frühen Zeitpunkt, was die Beziehung so betrifft, also dann habt ihr auch, es geht ja sowieso nicht um Schuld, aber dann arbeitet ihr mit daran, in einer toxischen Beziehung zu sein, weil ihr dann nicht geht, ne? Das kann man natürlich sagen, ist so hart, aber wenn man zu weich ist, dann wird man dadurch ein Wolf gedreht, ja. Ist halt so. Ja, müsst ihr euch überlegen. Ne? Auf meine Nachfrage sagte er, er habe keine Zeit gehabt. Ja, aber Zeit zum mit ihr was kaufen hat er oder was? Wo ist denn da, welcher Priorität stehst du denn da? Dann habe ich leider geschnüffelt und mir den Chatverlauf angeschaut. Ja, ich würde das also rein, um deine Spielfläche sauber zu halten, mal mit dem Partner zusammen machen, ne? Ja. Jedes Foto, was ich von einer seiner Reisen bekam, bekam sie auch, ja. Sie schickte ihm Comicbildchen mit, ich bin so froh, dass ich dich habe. Danke, dass du für mich da bist. Da, 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 da. Ich habe mich verändert. Also jetzt kann natürlich sein, dass er in einer toxischen Beziehung war, wo sie ihn jetzt versucht zurückzuhuvern irgendwie. Aber nochmal, erst nicht, dann hat er sie nicht aus dem Kopf. Also dann sind die nicht richtig getrennt. Was x-mal passiert, hunderte Mal, tausende Mal, zehntausende Mal auf Partnerbörsen jeden Tag. Er hat mich allerdings direkt mit dem Handy in der Hand überrascht, weil meine Stalking-Allüren spontan entstanden waren, als er duschen war und das Handy in der Küche lag. Mir war das unendlich peinlich. Ich frage mich, wem das hier peinlich sein soll, aber naja. Ich habe mich entschuldigt und nochmal gesagt, dass es mir unheimlich wichtig sei, dass er das mit ihr erkläre, da ich deutliche Anzeichen sah, dass sie eventuell versucht, ihn zurückzugewinnen, was er aber kategorisch leugnete. Er meinte, dass der Kontakt immer von ihr käme und dass sie halt so gut reden könne. Es spielt keine Rolle. Fakten, 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 Fakten. Ja. Sie sei jetzt auch auf der Partnerbörse und lerne neue Partner kennen. Ja gut, wir wissen ja alle, dass x Leute Dreiecke, Vierecke, Fünfecke haben, das heißt gar nichts. Auf meine Frage, ob er nach der Trennung keine Wut gegen die Ex verspüre, weil sie doch da ihm so Probleme gemacht hat, sagte er, als wir uns im August getrennt haben, hat sie gesagt, dass es ihr leid tue. Mir sind fast die Ohren abgefallen. Im August, dann war er im September schon auf der Partnerbörse, hatte schon Dates vor dem mit mir, die dann aber wohl nichts waren und hatte seitdem permanenten täglichen Kontakt mit seiner Ex. Ich zweifle lautstark an, ob diese Trennung wirklich vollzogen worden sei. Ich war ziemlich verletzt und erschüttert und sagte das auch. Er versprach, das wieder zu klären. Dann bis zu irgendeinem Tag. An dem Tag morgens war ich allein mit seinem iPad in der Wohnung und habe zu einem Projekt ein paar Notizen machen wollen. Da fand ich in der App Notizen eine dorthin verschobene WhatsApp-Nachricht. So, jetzt macht er aber noch heimlich. Also, das muss man gar nicht mehr weiterlesen. Was willst du damit? Echt? Soll er seine Spielchen mit jemand anders machen? Also, weiß ich, das muss ja auch alles kein böser Wille sein oder so, aber es, offensichtlich ist er nicht ehrlich. Also. Ist natürlich kein Mensch 100% ehrlich, aber ich, wie gesagt, das muss jeder für sich klären. Aber ich finde so ein, da ist nichts und dann, wenn da nichts ist, dann muss man es ja auch nicht verbergen, irgendwie, ne? In der seine Ex schrieb, sie fände es unheimlich schade, wenn ihm seine neue Freundin nun die Freundschaft zu ihr verbiete. So. Also bist da voll im Dreieck, ey. Und sie würden sich ja so gut kennen, da bin ich wütend geworden, dachte aber, dass sie das vielleicht nur so formuliert hat, dass ich den Kontakt verbiete und er das nicht gesagt hat und habe ihr zur Rede gestellt. Also jetzt seid ihr schon fast in einer Paartherapie. Naja, ob er das mit der Ex geklärt hätte. Daraufhin sagte er, nein, ich habe seit über einer Woche keinen Kontakt mehr. So, das war gelogen. So, es hat er, ich meine, wie viele Sachen brauchst du noch? Ne? Es hat er dich eigentlich schon dreimal emotional ein bisschen hintergangen, angelogen. Was noch? Das ist ein Muster, ne? Es muss ja jetzt kein Muster sein, was er in einem Jahr noch hätte, aber es ist ein Muster in seiner Lebenssituation jetzt, mindestens.
Die Nachricht war von Montag, heute war Donnerstag. Ich kürze an dieser Stelle etwas ab, da sich der Prozess noch weitere Woche, 2 Wochen hinzog, indem ich darauf bestand, dass er sich Gedanken machen sollte über die Art der Beziehung. Jetzt meinst du kannst das über ein Gespräch lösen? Das kannst du nicht über ein Gespräch lösen, weil dann wäre schon längst gelöst. Du hast das ja schon alles gesagt. Ne? Und dass er mir sagen solle, ob er die Freundschaft, weil es ist keine Freundschaft, weiter aufrechterhalten wolle oder nicht. Nach weiteren 10 Tagen Bedenkzeit, seinerseits fragte ich dann letztes Mal nach, hatte er eigentlich schon den Koffer in der Hand, da sagte er, ja, ich habe sie heute Morgen angerufen und ihr gesagt, dass es natürlich kein Verbot der Freundschaft gäbe, aber es trotzdem meine, es sei besser, erstmal keinen Kontakt zu haben, außer an Feiertagen, woraufhin sie angeblich gesagt hat, dass sie auch jemand Neues kennengelernt hätte und der auch meinte, dass die Art des Kontaktes zwischen den beiden ihm nicht gefalle. Ja, sehr gesund. Er beteuert seitdem ständig seine Liebe, plant weitere Zukunft, überschüttet mich mit Zuwendung. Ich habe nur leider das Problem, dass mein Vertrauen total erschüttert ist und ich fast zwanghaft daran denken muss, dass er mich in der ersten frisch verliebt Phase im Prinzip emotional betrogen hat. Ja, völlig korrekt analysiert von dir. Es fühlt sich für mich an, als habe er 2 Beziehungen parallel gehabt und dass es noch nicht mal selber gemerkt, geschweige denn reflektiert hat. Ich denke, dass er den Schritt, den Kontakt zu reduzieren, nur für mich getan hat. Ich hätte es aber gerne, dass er sie loslässt und ich kann das nicht erzwingen. Ich bin eigentlich sehr glücklich und verliebt gewesen, aber dieses Grübeln und Fürchten macht mich völlig fertig. Soll ich mich trennen oder soll ich nochmal mit ihm drüber reden? Letztes Mal meinte er genervt, das müsste aber auch mal gut sein. Also er hat jetzt den ganzen Scheiß produziert und jetzt ist er genervt, wenn du das nicht sofort irgendwie wegstecken willst. Das finde ich auch nicht sehr untoxisch. Oder ist das allein mein altbekanntes Problem mit Unsicherheit und Verlustangst? Ich bin gerade ratlos. Ja gut, also ob sich jemand jetzt trennen will, das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Und natürlich, um jetzt mal die Pro-Seite anzugucken, ist natürlich im Beziehungsübergang oft ein bisschen Chaos. Und aber wenn er nicht da wenigstens nicht angelogen hätte, dann wäre es ja noch ja eine andere Geschichte. Also man, letztlich musst du das entscheiden. Ist halt oft so, wenn sozusagen einfach man schon, ist zumindest meine Erfahrung, wenn man schon gleich am Anfang angelogen wird, selbst wenn es da irgendwelche Gründe für gibt, und im Pluspol hat man ja immer für alles Verständnis irgendwie, da kommt meistens noch viel mehr. Also, aber letztlich musst du das wissen. Ich vermute mal, dass du dir das weiter anschauen wirst irgendwie. Und aber dann sei super wachsam irgendwie und aber so, wo ich so, also wenn du jetzt mich fragen würdest, wenn ich in der Situation wäre, ich würde sagen, ey, boah, nee, also hätte ich keinen Bock drauf, aber ich habe früher sowas auch gemacht mal und aber gut, ich habe da meine Erfahrungen gemacht und aber musst du wissen, aber ich finde, also dieses, dass da wirklich 3 Sachen waren und er dann noch genervt ist, wenn du darüber reden willst, das finde ich schon echt viel. Ne? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.